Herzlich willkommen zu einem weiteren NES Let's Play. Heute gibt es Balloon Fight von 1984. Ja, das Spiel hat schon einige Jahre hinter sich und mal sehen, ob es heute noch begeistern kann. Wie ich gerade auf dieses Spiel gekommen bin, deswegen, es wird demnächst für die Nintendo Switch erscheinen. Und da habe ich mir gedacht, schaue ich mir das doch vorab mal an. Gut, hier haben wir Auswahl, ein Spieler, zwei Spieler, Balloon Trip und nehme Balloon Trip. Schauen wir mal. Das ist gerade zum ersten Mal, ich habe es vorher noch nicht gespielt. Okay, sehr intuitiv, einfach drücken, immer wieder Button smashen, um zu fliegen. Mal sehen, wie weit ich komme. Oh, ich würde mal sagen, nicht weit. Echt, man hat mein Leben oder was? Echt jetzt? Das war's. Okay. Hab ein bisschen mehr erwartet als. Okay, man hat echt nur ein Leben. Mal schauen, wie weit. Das ist halt so ein typischer Highscore-Team. Kann man sagen. Aber ein Leben ist halt, weiß nicht, finde ich ein bisschen. Ist halt sehr arcade-lastig. Also so eine Münze reinwerfen, einmal spielen, so auf die Art. Man hat aber mal eine kurze Schnaufpause für mich drinnen jetzt. Ah, der Ballon hält alles. Oder? Ist dem so? Wow! Ja, so ist es. Der Ballon hält den Bildschirm an, ansonsten scrollt er automatisch nach links weiter. Wow! Ja, macht schon Laune das Spiel. Und schon wieder gekriegt. Okay. Rang 28. Geht noch mehr. Ja, ist mal was ganz anderes als. Ah, Fisch hat mich gefressen. Weit runter da. Okay. Der feindliches. So besser nicht so weit runter. Gut. Try and error. Was ich sagen wollte, ist mal eine Abwechslung, nachdem ich gerade den ersten Zelda-Teil durchgespielt habe. Was gar nicht so einfach. Weil ich habe eigentlich befürchtet, dass es noch schwerer ist. Also wer mal Bock hat, ein Let's Play Zelda zu sehen vom ersten Teil. Oh, kann sich das mal anschauen. Das war nichts, das war nichts. Ich probiere mal das andere Game. Anderen Modus. Da muss ich, glaube ich, alle killen. Ich muss sagen, das Spiel, ich habe ein bisschen eingelesen, das Spiel scheint ja eine ziemlich dreiste Nachmachung von Just zu sein. Einem Arcade-Spiel, das 2 Jahre vorher erschienen ist. Vor dem Erscheinen von. Ah, jetzt hat mich gestoßen. Achtung, muss ich aufpassen. Nicht da unten. Also ja, es ist. Die Spielidee war damals nicht neu. Ah, okay, come on. Ich komme da sehr. Ich dachte, jetzt halte ich alles an. Gegner doch. Okay.
Ja, also die Idee gab es schon 2 Jahre vorher als Arcade-Spiel, welches auch nochmal, berühmt war es so und so schon, aber welches nochmal an Berühmtheit erlangt hat durch den Film letzten Jahr, Ready Player One. Das und viele andere coole alte Spiele vor. So, falls wer nicht gesehen hat, Ready Player One, kann man sich anschauen. Ist cool. Mag ja normal Steven Spielberg-Filme nicht so gern. Tja, Ready Player One war schon. Habe ich da irgendwie. Wie, was? Und noch. Nein, ich kann. Ah. Aufpumpen? Nein. Die da unterwegs sind, die geht sich natürlich selbst überhaupt nicht auf die Nerven. Unverfehlt. Okay, das ist einfach nur Glück. Hier immer schauen, dass man oben ist. Noch einer, den schaffe ich auch noch. Jetzt kommt dieser Sternenregen da. Folge durch, ich riskiere es. Okay. Aha, schaut nach Bonus Level aus. Und jetzt? Ah ja. Ah, ich habe vergessen, ich kann ja durchfliegen. Ich krieg jetzt irgendwas? Ja, Punkte. Okay. Ja, ist das scrolllastig, das Ganze hier. Ja, wir sollten Akal gehen. Ich werde das Original auch nochmal, also das Original unter Anführungszeichen, just das, was vorher erschienen ist, 2 Jahre vorher erschienen ist, das will ich ja auch gerne mal schauen, ob man das in einem vernünftigen Emulator gibt. Oder? Die Blasen bringen mir doch eigentlich nur Punkte. Ich habe es noch nicht nachgesehen, aber ich glaube nicht, dass es viele Let's Plays von Balloonfight gibt. Und ich werde es definitiv nicht durchspielen. Beziehungsweise weiß ich nicht mal, ob das überhaupt möglich ist. Game over, okay. Ja. Lustig, aber. War damals sicher cool. Kann ich mir gut vorstellen, dass es damals Spaß gemacht hat. Ich hatte es damals nicht. Ich hatte ja überhaupt nur ganz wenig NES-Spiele. Und weil Umfeld war nicht dabei. Wahrscheinlich ist es auch gut so. Da war Zelda 2 und noch NES Golf Turtles. Ich glaube, das weiß nicht. War schon so. Exit Bikes hätte ich natürlich immer gern gehabt, aber hatte ich leider nicht.
Das habe ich immer nur im Supermarkt gezockt. Uah, wenn man mal zu viel Schwung drauf geht, ganz schwer wieder runter. Tja. Ah, geht noch. Geht mal. Jetzt, dass ich nicht nachgesehen habe, ist, dass ich das Spiel verkauft habe. Hätte mich jetzt natürlich. Zelda, was ich. Zelda 1, was ich zuvor gespielt habe, hat sich ja ziemlich fein verkauft. Nicht nur in Japan, sondern auch in Amerika. Ursprünglich dachten die, dass Zelda 1 nicht verkauft werden würde. In Mei, was ist denn das? Es ist ja unabartig schwer. Die dachten, Zelda 1 wird sich nicht verkaufen in Japan, in der USA, weil es zu komplex ist. Und ja, für ein NES-Spiel war es ja auch wirklich komplex, aber sie haben sich geirrt. Also auch in der USA war Zelda 1 der Also ich fasse es gerade nicht, dass ich da durchgekommen bin und gleichzeitig noch quatschen konnte. Ziemlich hart. So weit war ich sicher noch nie. Kommt schon, geht's weg da. Durch. Ja, habe ich jetzt ein Level geschafft oder so? Nein. Gibt es da überhaupt Levels? Ich weiß es nicht. Ist es einfach ein Endless? Okay, die Grafik ist jetzt. Sehr minimalistisch. Selbst für NES-Verhältnisse. Ja, es kommt für die Switch und da wird man es zu zweit spielen können. Das kann ich mir wiederum ganz gut vorstellen. Das ist vielleicht so für 5 Minuten lustig, vielleicht auch für 10 oder eine halbe Stunde. Aber so der Dauerburner. Ah, Rang 23, na bitte. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Ja, ich versuche nochmal, was soll's denn? Wir haben die erst 12 Minuten aufgenommen. Geht noch ein bisschen. Ja, also, ich sag mal, zweiten Teil werde ich nicht machen. Ich zock das jetzt mal und das war's dann. So. Also Roguelike, einmal sterben, von neu anfangen. Nur ein einziges Leben, keine Continues, nichts. Ist schon hart. Dafür ist die Spielzeit kurz. Oder bei mir zumindest. Ja, wie gesagt, grafisch. Entscheidung, wie fragwürdig. Kommt jetzt, kommt dann irgendwann noch mehr an Grafik? Dann vielleicht mal auch rote Luftballons oder rote Sterne oder irgendwelche Gegner oder irgendwas anderes als nur Sterne, die man berühren darf. Ah, schon wieder gegrillt. Ich fürchte, ich werde es nie erfahren. Vielleicht nochmal den Einspielermodus. Sure. Das geht auch nochmal. Gleich am Anfang, da kommt jeder am Anfang gleich einfach so. Ja, das geht. Man kann es einfach so am Anfang gleich killen. Okay. Ah, das wird, der Trick hat jetzt nicht nochmal funktioniert. Ja. Man könnte glauben, ich wäre besser, oder ich habe einfach nur gefragt. So, da. Okay, das ging auch fix. Ja, gleich mal 3 gekillt am Anfang. Ist ja schon ein bisschen unfair eigentlich. Die sind ja gerade noch am Starten und ich gebe den gleich voll auf die Mütze. Hä?
Nein, macht Spaß, das Spiel, keine Frage, es ist schon fern. Okay, nochmal das Bonuslevel. Naja, ich necke mir so den Kopf schräg zu halten, damit man noch mehr Ballone kriegt. Keine Ahnung. Gehen. Ah, okay, gleich zwei am Anfang gekillt. Ui, das ist voll aggro, der eine da. Ah, ja, der... Ui, der hat mir einen Ballon weggenommen, der Schwein. Das Schwein. Kann man irgendwie machen, dass die nicht zu hoch fliegen? Erfern. Irgendwas? Ja, nur Punkte. Ja, da. Komm her, du. Ah, die schießen auch die. Die Wolken schwangen an und zum Schießen an. Darf nicht schlafen am Anfang. Ich hab schon wieder geschlafen. Oh Gott, das darf man nicht. Eieieiei. Ah! Gerade war ich so gut unterwegs. Immer schön oben sein. Nie zu weit runter gehen. Die haben auch schon mehrere Leben. Wolke. Ui, da kommt jetzt. Sternchen. Okay, der wird gefressen. Was? Wurde ich gefressen? Was? Ich glaube, ich habe jetzt gerade kurz auf die falsche Spielfigur geschaut. Und habe überlebt. Egal. Kill ich noch einen? Nein, ich kill. Dach auf. Bin von oben. Ah, nichts von oben. Ein bisschen verschleichen. Ja, bis gleich nochmal. Und du auch. Und tschüss. Leben? Oder was ist das? Nein, das war's. Okay. Ich sag mal, das war genug Action für einen Abend. Das war Balloon Fight von 1984. War lustig. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch und mal schauen, was es beim nächsten Mal gibt. Ciao, Baba.